Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der 34. Geek Talk Daily, heute für Dienstag, den 17. Januar. 5 Themen habe ich am Start. Das ist einmal eine Snapchat-Umfrage, dann kündigt Alibaba eine Zusammenarbeit an, um Fälschungen einzudämmen. China kündigt stärkere Kontrollen von App-Stores an. Microsoft kauft einen Spezialisten für künstliche Intelligenz und Omega macht mal eben so auf Instagram 11,7 Millionen Franken Umsatz. Und das in 4 Stunden. Okay, fangen wir mit einem meiner Lieblingsthemen an, Snapchat. Da gibt es jetzt eine große Snapchat-Befragung, angeblich die erste große. Ob das so stimmt, muss man mal in den Raum gestellt lassen. Es wurden hier 1610 Leute befragt. Ich glaube, da wird bestimmt noch einiges mehr gehen bei einer Umfrage, um bessere Werte rauszubekommen. Aber nichtsdestotrotz, das sind ein paar interessante Zahlen. Der Link ist ja in unseren Shownotes drin, wenn ihr reinlesen wollt. Am interessantesten fand ich halt der positive Effekt auch der Werbung. Also sprich die Sponsored Lenses, die Filter, die man über seine Snaps drüber legen kann. Genau, die haben halt Potenzial. Die Hälfte der Befragten haben die schon mal benutzt. Und die scheinen auch durchaus gut anzukommen. Und ähnliches sieht auch beim Influencer-Marketing aus. Es verwundert jetzt nicht unbedingt. Eine Digitalagentur hat die Umfrage auch mit gestaltet und durchgeführt. Und ich glaube, die spielt denen durchaus in die Hände oder in die Pläne, wenn man es mal so sagen möchte. Von daher die Zahlen durchaus mit Vorsicht zu genießen. Und ja, ich persönlich denke halt, ja, so knapp 1600 Leute sind doch ein bisschen wenig. Ja, anstelle von wenig gibt es ja unendlich viel und zwar unendlich viele Produkte auf Alibaba. Und da gibt es natürlich auch eine ganze Menge Fälschungen auf dem chinesischen Marktplatz. Und da hat sich Alibaba jetzt zusammengetan mit 20 globalen Brands und möchte dagegen vorgehen. Unter anderem sind da dabei Louis Vuitton und Samsung und die arbeiten halt zusammen und wollen das jetzt eindämmen. Alibaba selber sagt schon, dass sie über 10 Millionen Listings auf ihrer Seite haben und die täglich durchgehen und dann auch mittlerweile 380 Millionen Fakes, also Fälschungen, auch schon rausgekickt haben. Eine Menge Anzahl von Händlern auch ausgeschlossen und so weiter und so fort. Ob das wirklich so klappt, ich bin da jetzt auch erstmal wieder skeptisch, wenn ich mir schon alleine angucke, was auf eBay Deutschland problemlos an Fälschungen immer noch jeden Tag zu kaufen ist. Dann weiß ich nicht, wie der chinesische Internetgigant das managen will. Aber vielleicht haben sie da eine gute Technologie und es wird was raus. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und bleiben wir ruhig gleich in China. China hat nämlich jetzt stärkere Kontrollen für App-Stores angekündigt. Der Google Play Store wurde ja erst vor kurzem von Android-Geräten in China verbannt und mittlerweile hat die chinesische Cyberspace Administration und der volle Titel ist Cyberspace Administration of China, das ist mal ein Amt, die haben jetzt bekannt zu geben, dass das ja halt auch für alle gilt. Die müssen ordentlich registriert sein, die App-Stores, das gilt auch für chinesische Firmen, beispielsweise Xiaomi und Alibaba und dann werden die entsprechend halt auch kontrolliert. Und damit versucht China halt auch das mobile Internet so ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen, nachdem sie das, stationäre Internet reglementiert haben, um es mal so zu nennen. Wechseln wir über den großen Teich und gehen zu Microsoft. Die haben jetzt ein kanadisches Startup gekauft und das heißt Maluba. Das werden wahrscheinlich viele auch gar nicht kennen. Ich persönlich kannte das auch nicht. Und die haben sich spezialisiert auf die maschinelle Verarbeitung natürlicher Sprache. Ja, also das macht meiner Meinung nach auch schon relativ viel Sinn, weil ja Microsoft, Apple, Google, Amazon, alle machen was mit Sprache. Und Microsoft ist ja durchaus gut dabei. Und die können jetzt mit dem aufgekauften Team ihre Abteilung für künstliche Intelligenz verstärken. Das letzte Thema, was ich habe, das ist auf die Schweiz ein bisschen fokussiert. Das mache ich ja eher seltener, dass ich hier Schweizer Themen habe und eigentlich ist es auch kein Schweizer Thema. Aber es geht um den Schweizer Uhrenhersteller Omega, der ja der zweitgrößte Luxusuhrenhersteller der Welt ist. Und gerade die Luxusmarken
sind ja gar nicht so aktiv auf dem E-Commerce, weil das macht auch irgendwo für die keinen Sinn. Und Omega hat jetzt einfach mal eine Aktion gemacht und hat den Speedmaster, eine limitierte Uhr, eine sehr beliebte Uhr, ein Bestseller von denen, auf Instagram verkauft. Und zwar auf 2012 Stück limitiert. Und die gute Uhr, die kostet 5.800 Franken, was 5.400 Euro entspricht. Und die war dann in knapp über 4 Stunden, zack, ausverkauft. Die Schweizerische Handelszeitung hat es ausgerechnet. Die haben dann, um es genau zu sagen, in 4 Stunden, 15 Minuten und 43 Sekunden mal soeben 11,7 Millionen Franken umgesetzt. Respekt. Gleichzeitig haben die US-Kunden das Nachsehen gehabt, weil als der Start ja zum Verkauf losging, da war da drüben noch Nacht und die haben noch geschlafen und zack war die Uhr weg. Und Experten vermuten jetzt, dass die Uhr auch einen guten Wiederverkaufswert hat, weil es sich eben A, um eine limitierte Variante handelt und um die erste, ja so gesehen im größeren Stil übers Internet, über eine Plattform, Social-Media-Plattform verkaufte Luxusuhr handelt. Wird spannend bleiben, ob da noch mehr passiert oder ob das einfach mal nur so ein Testballon war. Ich glaube nicht unbedingt, dass das so vom Markt richtig Sinn macht, aber ja, man sieht, die experimentieren da ein wenig. Und damit beschließe ich auch die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wie gesagt, die Shownotes findet ihr natürlich auf daily.geektalk.ch. Dort könnt ihr uns auch Kommentare hinterlassen. Und am meisten freuen wir uns derzeit immer noch über iTunes-Kommentare und Bewertungen. Also, ich sag mal bis morgen. Ich hoffe, wir hören uns. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.